Willkommen zurück zu Divinity Original Sin 2. Wir befinden uns in der ersten Katakombe und haben hier ein kleines Mädchen, das von einem Dämon besessen war. Und wir haben ja letztes Mal schon probiert, dass wir die Kleine hier befreien. Hat auch geklappt, aber wir haben dann natürlich Knöpfke getötet. Und jetzt habe ich nochmal mit Knöpfke gesprochen, habe eine andere Redeoption gewählt und konnte sie überreden, dass sie uns mit dem Kind reden lässt. Das heißt, sie ist noch am Leben. Wobei am Leben relativ ist, wenn man das hier mal sich so anschaut. Wir sprechen noch mal kurz mit ihr, ob sie noch was weiß. Harm my mistress and you'll live to regret it. And mistress saved me when I was a kitten. I won't leave a son. Okay, mehr gibt's hier nicht zu sagen und dann sprechen wir jetzt noch mal mit dem Kind und machen die gleichen Optionen wie zuvor und teleportieren sie zurück zur Rachefürstin. The young girl lies silently on the floor, eyes open and staring. In the deepest black of the girl's pupils, her fingers seem... The girl's grip tightens. Okay. The little girl doesn't acknowledge your presence. She remains locked away somewhere deep within her own mind. Aber die Katze ist jetzt nicht mitgekommen. Das ist ja schade. Sollen wir dich mitnehmen, Mensch? Aber wenn wir die jetzt teleportieren, dann greifen die sie an. Arme, oh Mann, das ist ja schlimmer wie vorhin. Ei, das ist ja schlimmer, als wir sie von ihrem Leiden erlöst haben. Jetzt ist sie hier unten und harrt der Dinge aus. Ach du meine Güte. Na gut, schnell weg. Wir sprechen nochmal mit ihm. Vielleicht hat er einen Hebel für uns. Please. There's a young girl here in need of help. Is that why you've come? Erwidern, dass dich niemand geschickt hat und die fragen, ob ihm bewusst ist, dass tot ist. The spirit falters, momentarily lost for words. Finally, he musters a nod. I was hungry and thirsty for days. Then I rested. When I woke up next to my corpse, I thought I was delirious. I hoped I was delirious. But eventually I realized what had happened. Okay, gut. Also hier sind wir offenbar durch. Die Frage ist jetzt nur, woher bekommen wir einen Hebel für die anderen beiden Katakomben? Oh, da können wir nochmal sprechen. The chill of the vault seems even colder for what you have just witnessed. Jemanden für die Ewigkeiten wegzusperren ist schrecklich genug, aber dann auch noch mit einem Dämon, das ist unverzeihlich. To lock away the problem is simply to admit failure. What we see here is intellectual defeat. The child of stupidity. Better to kill a man honestly than to lock him up with a demon for eternity. A dusty old chamber with a demon locked inside. There's a metaphor in here somewhere. Why these folks would volunteer for it is beyond me. Gut, dann gehen wir noch mal hier rüber. Vielleicht geht's ja mit Schwert oder so, dass wir hier mit dem Schwert reinstechen können. Und wir machen hier auch nochmal Geistersicht. Eventuell läuft hier auch noch... Ah, da oben läuft nochmal einer rum. Bruder Calvin. A trembling spirit wrings his hands, his eyes darting around the room. They settle on you. What are you doing here? What do you want? You mustn't linger. You mustn't remain. Dem Geist versichern, dass du nichts Böses willst. One must not mean harm to do it. Please go. Den Geist fragen, wie hierher gekommen ist. His hands shake. He clears his throat. As a priest, I had a patient. A dastardly demon held him in its grasp. The demon absorbed all his pain. In exchange for his soul. I was certain we'd only diminish the demon by overwhelming my patient with pain. I planned to torture the demon until it gave up its grip over the poor fellow. I began in earnest, but his cries pierced my heart. Even if the treatment could save him, I hadn't the stomach nor the soul for it. So I lied to the others. I told them there was no helping him. I told them to seal us down here, where he could do no harm, where I could guard his prison. Was bist du denn für einer, Mensch?
Aber wenigstens ist er dann auch selber hier eingesperrt worden. Better one soul damned than two. Fragen, ob du dabei helfen kannst, den Dämon auszutreiben, der seinen ehemaligen Patienten besessen hat. This demon gluts itself on pain. Only the utmost torture would draw him forth. I couldn't do it. I refused to subject myself or my comrades to such barbarism. Ja, da können wir ja nachhelfen, Mensch. If you've the stomach for such an ungodly task, I won't keep you from it. Perhaps you could inflict the pain that's needed. But it is a devil's business. We broke the lever for the door when we locked him inside, so that none would ever attempt to free him. No matter what, the demon itself must not be freed. The horrors he would wreak upon our world. Fragen, wie man den Hebel repariert. It's the silver shaft that's missing. There's an anvil where silver can be properly melted. That ought to do it. Okay, wir haben ja schon, Moment mal, wir haben ja oben die Schmiede. Die Stille ist abgeschlossen. Vielleicht wird es später noch möglich, das böse Wesen in ihr zu verbannen. Okay. Die Priester mit Hilfe eines verzauberten Silberstiele für die Hebel herstellen. Die Schmiede sollte sich noch immer... Okay, sehr gut. Wir müssen quasi zur Schmiede hoch. Und müssen dort nur den Barren reinlegen. Wir haben ja ursprünglich das andere Zeug auch noch alles mit reingelegt. Falsche Richtung. Stopp. Wir haben ja ursprünglich auch noch den Splitter oder was das war mit reingelegt. Und wahrscheinlich müssen wir nur das Silber reinigen. Das Problem ist, dass hier ist kein Amboss. Das ist nur ein Kohlebecken. Also nur zum Einschmelzen, aber nirgends ein Amboss. Wir probieren es trotzdem mal. Und wir haben auch keine Form, die wir irgendwie nutzen könnten. Hallo? Excellent. We can use this shaft to open one of the vault doors. Okay, können wir da nochmal einen machen? Okay, dann haben wir jetzt zwei. Das ging sehr einfach. Und wir haben noch zwei Silberbarren. Das war ja einfach. Das ist ja sogar für meine Verhältnisse sehr einfach. Na gut, wir müssen erst... Moment, wo waren wir jetzt hier? Das ist hier. Das ist die Mitte. Hier müssen wir rein. Vielleicht klappt das auch so, dass wir hier die Gestalt dann mitnehmen. Auf die Rachefürstin. Und irgendwie mit dem Baum dann hier diesen Dämon lösen oder so. So, wo ist er denn? Wunderbar. A presence accosts you. You cannot see it, yet know it is there. It is in front of you, then behind, then finally within. Oh Gott, ich habe nicht gespeichert. You hear its whispers. The master must teach you, so that you may become a master in turn. And then it is gone. Okay, hä? Moment, ist jetzt die Tür nicht aufgegangen? It's not working. There's something to this. Ah, jetzt müssen wir nochmal mit dem Kerl hier sprechen. The spirit of a priest lifts his eyes to yours. When he speaks, he rasps as if there were dust in his voice. I watched the gate. Who goes there? Ihn von oben bis unten mustern, ihm sagen, dass er sich keine Sorgen machen muss. I watched the gate. I watched the one who must be watched. I watched the one who should be dead. Bin ich jetzt in einem anderen? Be chained. I watched the gate. Bin ich jetzt in einem anderen, in einer anderen Katakombe hier? Der spricht auch ein bisschen anders. Wenn etwas lebt, das nicht getötet werden kann, so hat es dich noch nicht kennengelernt. You must leave.
The one who must be chained will take your soul. Do not let it speak. Do not let it speak to you. Ihm für die Wahl tanken. You must leave. Kann ich denn? Hallo? Nothing. There's got to be more to it. Hä? Na gut. Alles schön der Reihe nach. Wir haben ja noch eine Katakombe. Jetzt sind wir hier in der mittleren. Und die hier rechts. Moment. Ach, jetzt waren wir doch in der anderen. Tatsächlich, da müssen wir eigentlich hin. Ah, die Kamerasteuerung, Mensch. Wir müssen ja hier rein. Hier müssen wir. Na gut, dann gehen wir erstmal hier rein. Dem haben wir ja jetzt schon gesprochen und hauen hier mal den Hebel rein. The lever part of the lock mechanism. It's not working. Immer noch nicht. To this I'm not seeing. You should go from here. This is no place for the living, for the sane. Fragen, warum sich die Tür nicht öffnen lässt. My vigil is eternal. It won't cease until I'm convinced, truly convinced, something might change for the better. For now, we remain as we must, stuck between action and inaction, watching, waiting. Wie soll man denn hier den Dämon austreiben, wenn wir gar nicht reinkommen? Fragen, ob du dabei helfen kannst, den Dämon auszutreiben. As the levers fixed, you could, perhaps you could extract him. But you'd have to be able to contain him, defeat him, once he'd been loosed. Who am I to say if you're prepared for that? Bitten, dass du ihn von seiner Bürde befreien darfst, ihm endlich Frieden gewähren und der Sache ein Ende bereiten darfst. Ah, Mist! I don't think so. What you're asking is the potential to loose a demon. Who knows what damage it might cause? Mann, sei nicht so ein Schisser. No, I won't end my vigil over the door. You shan't pass. Okay, wenn er nicht will, dann müssen wir das wohl. Please, you must go. Können wir vielleicht, Moment, wir sprechen nochmal als roter Prinz mit ihm. Da haben wir ein paar Punkte mehr. A trembling spirit wrings his hands. What are you doing here? What do you want? There can be no reason. As the levers fixed, you could. Wir machen mal Gedächtnis. Sagen, dass du schon zig Exorzismen durchgeführt hast. Du weißt, was dich erwartet und wirst nicht scheitern. Ja, wunderbar. I suppose the alternative is no better than trusting you. Go, do what you can. Gut, dann hat's jetzt doch geklappt. Be wary. This demon knows no decency, no remorse. Come on. Ah. Look at you. Handsome. Handsome. Come close, won't you? A little closer still. My, how long it's been. How very, very long it's been. Would you believe Brother Calvin locked me up in here because he said I was possessed by a demon? Just because I don't feel pain. Have you ever heard anything so superstitious? Sagen, dass du schon Dämonen in Fleisch und Blut gesehen hast, du glaubst es also gern. Well, they didn't look like me, did they? Maybe I was a little kooky back then. But you'd be amazed how sobering millennia of imprisonment can be. Praise the Seven, right? Praise the Seven, that's all over. Also wenn er hier schon tausende lang eingesperrt ist, dann kann es ja kein Mensch sein, Mensch. His mouth twists in an ugly snarl as he stutters that last sentence, and a flicker of something unrecognizable, yet malevolent, flashes across his gaunt face. You are here to free me. Also eigentlich wollen wir ja den Kollegen hier retten, den Zwerg.
mit den Schultern zucken, fragen, was er dir für seine Freiheit anbieten kann. The dwarf's face twitches, flickering almost out of control. He looks into your eyes, gaze intense as a hurricane. Anything. I will give you anything you desire, anything at all. I will tell you where the rest of your people reside. You'll never be lonely again. Ja, klar. Just destroy the pillars. Okay, das war's jetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier was anderes machen können, außer dass wir hier gegen ihn kämpfen. Wir teleportieren mal den Fane runter. Dann haben wir wenigstens einen Nahkämpfer schon mal unten. Die anderen werden hier vorne positioniert. Bleib stehen, Lose! Und ich speichere jetzt mal und wir sprechen mal mit ihm und eventuell zerstören wir dann mal die Säulen. Ich denke mal, wir müssen dann gegen den Geist kämpfen. Und vielleicht können wir so den Zwerg noch irgendwie retten. Oh, das war's schon. Mehr können wir nicht mehr sagen. Dann machen wir hier mal alles kaputt. Don't act like I'm not here. Hey, come on. Don't act like I'm not here. I know you can. Und wir sind sofort im Kampf, das war ja klar. Was haben wir denn hier? Ah, jetzt kann er sich teleportieren. Ich wusste es. Was hat er denn für ein Level? Tausch Hokus Pokus. Wen hat er denn getauscht hier? Die Lose ist mir eigentlich ganz recht. Moment, unterkühlt, okay. Wir schauen mal ins Tagebuch. Okay. Er ist Stufe 15. Der Fane ist jetzt dran. Der Fane kann wieder Phönixflug machen. Hat er denn irgendwelche Resistenzen? 40, 40, 40, 40 und 20 Gift. Gut. Ah, der hält ja gar nichts aus. Der ist ja überhaupt das kein Problem. Einmal noch Wirbelwind. This is almost over. Und normal, die können wir nicht nochmal. Die Lose kann vielleicht hier hochzaubern. Ah. Wahrscheinlich unterbrochen, oder? Ja, da komme ich nicht hoch. Leider kann sich die Lose selbst hochteleportieren. Wie bekomme ich denn die Lose hier wieder raus? Hä? Ach, Moment. Nee. Wir können uns selber nicht teleportieren. Ach, du meine Güte. Wie kriegen wir denn die Lose raus? Mit der Pyramide vielleicht. Okay, Zug beenden. Das ist ja super. Okay, ist noch nicht vorbei. Mord das Grabenmaul. Ah, hält auch nichts aus. Was war denn jetzt? Wo ist er denn? Hä? Charakter ist von einem Dämon besessen, welcher Wahnsinn bewirkt. Ach du meine Güte. Dann müssen wir ja erstmal hier flüchten, würde ich sagen. Erstmal weglaufen. Was soll das denn jetzt hier? Müssen wir den jetzt töten? Müssen wir unseren Fane töten? Ich warte mal ab.
So. Die Lose. Der Fan hat natürlich auch die Pyramide jetzt. Kann die Lose den Wahnsinn austreiben? Aus der Sichtweite. Sehr ärgerlich. Mal ein bisschen zurückgehen. Das ist ja richtig blöd jetzt hier. Oh Mann. Okay, wir machen mal Zug beenden, warten erstmal ab, was hier passiert. Jetzt steht er etwas weiter am Rand, vielleicht klappt das. Wir müssen ihn angreifen. Wir müssen Fane töten. Oh Mann. Ja, immer schön langsam, keine Hektik. Kannst du jetzt vielleicht Wahnsinn austreiben? Wahnsinn wurde entfernt. Wir sind aber immer noch besessen. Tja, und die Lose ist jetzt für immer hier drin. Die kann eventuell, machen wir mal hier einen schönen Totem. Dann werden wir jetzt mal den Fan angreifen. Hilft ja alles nichts. Und einfach mal schauen, was passiert. Das wäre richtig doof. Es wäre natürlich blöd, wenn er hier von Charakter zu Charakter springt. Sehr ärgerlich, sehr ärgerlich. Jetzt können wir vielleicht noch irgendwas machen. Stichschaden. Oh, der reflektiert ja immer. Unser Fane. Der Fane reflektiert ja immer, richtig. Ich bin gerade etwas unschlüssig, was ich hier tun muss. Wir haben mal die Punkte auf dem Kopf hier. Was war das denn? Ich dachte, das wäre ein Angriff. Nein! Schockiert zwei Runden. Am Rand des Zaubers. Das ist aber nur hier. Wunderbar, hat das geklappt. Genau so soll es sein. Mist. Okay, haben wir noch Giftpfeile? Jawohl, haben wir. I'll yield to none. Oh. Wir machen hier sehr wenig Schaden. Eigentlich fast gar nichts. Ivan ist tot. Der Prinz kommt jetzt. Irgendwas Heftiges. Der hat ja hier auf sie mit Gebrüll, ne? Das ist ja richtig wahnsinnig stark. Ja. Die Lose steht im Blitzgewitter, im Giftnebel und im Feuer. Wahnsinn. Oh, jetzt haben wir unseren wieder schockiert, Mensch.
Ich sehe schon, da muss ich mir irgendwie was anderes überlegen. So richtig funktioniert das noch nicht. Jetzt können wir wieder nicht mehr hoch. Oh, doch, können wir schon. Die Lose ist die einzige, die einigermaßen Schaden macht hier. Mit dem Zaubern. Vielleicht sollten wir auch mal den roten Prinz wieder heilen. Was macht er denn jetzt? Nimmt er ihm auch noch den Punkt? Ach Mensch, Fane. Und verstärkt sich auch noch. Was macht den Verstärken? Physische Rüstung erhöht für 3 Runden. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Haben wir hier irgendwas noch? Eisfächer 143. 143. Ja. Oh, das war ja richtig gut. Das war ja richtig gut. Und jetzt hier noch der... Das muss doch gehen jetzt hier. So, jetzt ist er wieder da. Jetzt sind wir aber nur noch zu zweit. Mensch. Phönix Sturzflug. Nee, erst heilen. Erst heilen. Mittlerer Trank physisch wäre auch ganz gut. Erstmal wieder alles ein bisschen hier auf Vordermann bringen. Oh Gott, das war ja gar nichts. Das war ja null. Ach komm. Für 2 Runden wahnsinnig. Ja, offenbar funktioniert das so nicht. Ich sehe schon, da brauchen wir jetzt gar nicht weitermachen. Jetzt ist er nämlich hier wieder drin. Das machen wir nicht. Okay. Wir laden nochmal neu und dann schauen wir mal in der nächsten Folge, ob wir dem nicht irgendwie anders her werden. Ich werde mich da mal schlau machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schade, dass jetzt hier heute etwas weniger passiert ist. Aber ich hoffe mal, beim nächsten Mal geht es wieder etwas besser vorwärts. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.